In diesem Video geht es um einen wahnsinnig wichtigen Punkt, der darüber entscheiden kann, ob dein Leben entweder einfach schön und geglückt ist oder komplett stressig und einfach nichts zu funktionieren scheint. Und ich erzähle dir die Ursache, warum das so ist. Dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar war ich jetzt 4 Tage lang in einer Großstadt, bevor ich jetzt wieder in einer wunderschönen Natur gelandet bin. Und wir wollten Tickets kaufen, um hierher zu kommen. Und meine Stimmung war echt miserabel. Also der Kontext, in dem ich war, Großstadt, Gestank, Lautstärke. Mein Körper ist immer noch angeschlagen davon, nur 4 Tage in einer Großstadt zu sein. Es war einfach grausam. Ich habe mich gefühlt wie in Sin City. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Der ist einfach wahnsinnig düster. Und so hat sich die Stadt für mich angefühlt. Und dann wollten wir Tickets kaufen. Und ich war in dieser Stimmung von, ah, ich muss hier raus. Das entspricht einfach nicht mir. Ich fühle mich hier schrecklich. Habe mich eingeengt gefühlt. Ich habe mich selber kaum mehr gespürt, weil ich in diesem Umfeld kann ich einfach nicht ich sein. War mein Gefühl. Wir sind alle so losgefahren. Eigentlich wäre es eine Sache gewesen, zum Internetcafé zu gehen, wo sie eben auch die Zugtickets verkaufen. Das ist kurz dem Menschen zu sagen und wir haben unser Zugticket fertig. Ganz einfach. Dann war es aber Samstagabend, was wir nicht wussten. Und da ich meine Intuition nicht gespürt habe, war, dass wir genau eine Stunde kamen, nachdem der Schalter geschlossen hat, also die Möglichkeit für die Cafés, Tickets zu buchen. Wunderschön. Dann, das war der erste Punkt. Wäre ich in meinem Element gewesen, hätte ich gespürt vorher, weil ich hatte so ein ganz leichtes Gefühl, was ich aber aufgrund meines Stresses nicht wahrgenommen habe. So, lass uns lieber jetzt gehen, die Tickets kaufen. Ich weiß nicht warum, lass es uns jetzt machen. Habe ich nicht gespürt, habe ich nicht drauf gehört, hat dazu geführt. Wir sind mit dem Taxi zum Schalter gerast, also direkt zur Train Station, um da noch das Ticket zu kaufen, weil die dann bis 8 Uhr offen hatten. Da muss man so ein Formular ausfüllen. Wir haben es ausgefüllt. Ich hatte schon wieder so ein ganz leichtes Gefühl von, lass uns jetzt sofort zum Schalter gehen. Aber wiederum, weil mein Stresslevel zu hoch war, dachte ich, ach komm, lass uns das einfach komplett ausfüllen, fertig. Dann kam eine Trillerpfeife, dann kamen die indischen Soldaten, die halt so, ja, so sind wie die Polizisten in Deutschland, also die regeln so die normale Ordnung und sind wirklich für die Bürger da. Auch wenn es interessant ist, immer die mit den großen Gewehren rumlaufen zu sehen. Aber sind sehr, sehr freundlich. Und haben die Schalter geschlossen. Ist eben eine staatliche Einrichtung. Das heißt, wir waren etwa, ich schätze mal, 30 Sekunden zu spät, sind wirklich durch den Stau, durch diese Umweltverschmutzung, von der ich immer noch angeschlagen bin, mit Hupen, mit Stress, mit ich weiß nicht was, also ja, durchschnittliche Geschwindigkeit in Guwahati sind etwa 15 Kilometer pro Stunde, weil es einfach so verstopft ist, ist es einfach schrecklich. Wir sind 30 Sekunden zu spät gekommen. Also unser Ticket wurde nicht mehr angenommen. So, dann in der Zwischenzeit hat es angefangen richtig stark zu regnen. Und da die Straßen echt schlecht sind in Guwahati, heißt das, wenn es eine halbe Stunde regnet, dann steht das Wasser wirklich, also bei mir, bis über die Knie. Das heißt so, ja, bis Hüfte. Also so 50 cm bis 1 Meter. Sprich, Autos fahren nicht mehr wirklich. Was bedeutet für die Uber-App, womit man sich in Indien inzwischen großteils bewegen kann, zumindest im Nordosten, dass die Preise steigen. Sprich, wir sind für einen 2,5-fachen Preis, dann haben wir es gerade noch so geschafft, ein Taxi zu bekommen und zurückzufahren. Und sind letztendlich, wir haben echt viel Geld ausgegeben dann für die ganze Taxifahrerei, haben 2 Stunden im Verkehr gebracht, sind durch den Regen wirklich komplett durchnässt worden. Und das alles nur, weil ich zu gestresst war, um zu spüren, was sich gerade richtig anfühlt. Letztendlich hat sich dann noch so rausgestellt, dass wir dann über einen Freund Tickets bekommen konnten, über das Online-Ticketsystem. Und haben es dann tatsächlich geschafft, jetzt hierher zu kommen. Aber was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, und wie du mir vielleicht noch gerade anmerkst, bin ich noch echt kaputt, auch jetzt von der 13-stündigen Autofahrt gestern. Diese kleine Sache kann darüber entscheiden, ob es in deinem Leben glücklich und einfach zugeht oder nicht. Und das ist, in welchem Kontext bewegst du dich? Bist du in einer Umgebung, die dir entspricht, wo du das, was du in dir trägst, wer du bist, gespiegelt bekommst im Außen? Als, ja, das passt zu mir, ja, das fühlt sich gut an, ja, das gibt mir Energie. Also da ist eine Resonanz. Denn überall, wo eine Resonanz ist,
da verstärken sich die Schwingungen. Da passiert es von ganz alleine. Vielleicht kennst du es, ein gutes Gespräch mit Freunden oder mit einem Freund und danach habt ihr beide mehr Energie. Oder ist es so, dass du in einer Umgebung bist, die dir immer Energie zieht, wo die Umgebung zu dir sagt Nein und du zur Umgebung Nein. Das heißt, vielleicht kennst du auch diese Person, du redest mit jemandem, danach hast du weniger Energie. Und je nachdem, wie viel Energie du hast oder wie wenig Energie, kannst du spüren, ja, ist das gerade meins? Was will ich gerade? Was ist der richtige Schritt für mich? Und eben auch der Kontakt zur Intuition oder nicht. Und dieser einzige Punkt, der kann echt dein Leben komplett versauen. Und das ist mir gerade unglaublich wichtig zu sagen und so zu betonen, weil es ist wirklich so einfach. Wenn du auf einer Party bist, die dir nicht gut tut, geh weg. Wenn du an einem Ort bist, der dir nicht gut tut, geh weg. Und ich weiß, das kann dann schwer sein. Also für mich war es ziemlich schwer, weil ich nur wusste, ich muss in die Natur. Aber alles, was ich gemacht habe mit dem Taxi, mit dem Ticket, es war unglaublich schwer, dahin zu kommen. Also mich zu befreien aus dieser elendigen Situation, zu dahin zu kommen, wo es mir gut geht. Also es ist so, wie man schwimmt im Krokodilbecken und ist nur in so einem Weg von, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Aber weiß gar nicht genau, vielleicht wohin muss ich denn überhaupt, damit es mir besser geht. Und ich kenne es auch noch von früher von mir, wo ich das einfach nicht wusste. Ich habe nur gespürt, irgendwie, es fühlt sich grundsätzlich falsch an. Entweder der Job, in dem ich bin, oder die Wohnung, in der ich wohne, oder vielleicht auch die Stadt, oder die Leute, mit denen ich mich umgebe. Irgendwas ist da, ich bin grundsätzlich konstant gestresst. Wenn du das bist, kann es gut sein, dass da einfach grundsätzliche Elemente in deinem Leben sind, die einfach nicht zu dir passen. Also ganz ohne Wertung, ob die jetzt gut oder schlecht sind, weil das glaube ich nicht, sondern es ist nur die Frage, passt das zu dir oder nicht? Gibt dir das Energie, die Umgebung, und gibst du der Umgebung auch Energie, oder zieht ihr euch gegenseitig Energie? Und was ich da empfehlen kann, also was mir dann auch geholfen hat, war mir einfach eine Auszeit zu nehmen, früher zum Beispiel auf ein Meditationsretreat zu gehen. Das war da so meine Sache, oder einfach 3 Tage in die Natur zu fahren, einfach erstmal raus und nicht in dem Stress heraus zu überlegen, was will ich denn, weil das ist es quasi unmöglich, oder es ist sehr, sehr schwer, das in diesem Stresszustand überhaupt ins Bewusstsein zu bekommen oder dass es sich klären kann. Deswegen erstmal raus als erste Priorität oder als Priorität, raus aus dem, was dich stresst, um dann von außerhalb in Ruhe einfach das auf dich zukommen zu lassen, die Erkenntnisse, was dir gut tut, was dir besser tut und dann auch, wie du das ändern kannst. Das kann wunderbar sein im Urlaub oder ja, einfach ein Wochenende rausfahren in die Natur. Dazu auch als Tipp, also es muss nicht teuer sein. Was ich zum Beispiel mal gemacht habe während meines Studiums noch, war mit 2 Freunden in den Wald rauszufahren. Wir haben einfach vorher Essen gekauft, Rucksack, als einziges ein Brandenburg-Ticket, glaube ich, war es. Wir haben also 5 € gegeben plus das für Essen, haben uns im Wald einen Platz aufgebaut, waren da 2 Tage. Kein Internet, kein Telefon, kein Buch, nichts, sondern einfach nur Natur. Und und wir. Das heißt noch, erst kam so eine Langeweile und was soll ich denn jetzt tun und der ganze Kram. Und dann habe ich angefangen, mich für die Umgebung zu interessieren. Also dann habe ich Ameisenstraßen beobachtet und wir waren im See schwimmen und haben mit Stöcken gespielt und was weiß ich. Und das war wirklich einer der entspanntesten Urlaube überhaupt. Er hat fast nichts gekostet, es waren nur 2 Tage. Wir haben uns so entspannt gefühlt wie nach 2 oder 3 Wochen, als wir gefahren sind. Es war unglaublich. Es war unglaublich schön, wie mich das komplett entspannt hat, wie es mich wirklich runtergebracht hat, eben sonst wie 2 Wochen. Und es war quasi umsonst. Das heißt, auch wenn du fast kein Geld hast oder kein Geld, also es war günstiger für mich, den Urlaub zu machen, als in Berlin zu bleiben, da hätte ich mehr Geld ausgegeben. Das nur als Tipp für dich. Ja, und jetzt mache ich mal auch weiter Pause und erhole mich von den Strapazen der Großstadt, bevor es dann nächste Woche nach Deutschland zurückgeht. Und als Einladung für dich, schau einfach mal nach und mach dir das bewusst oder schau, welche Punkte in deinem Leben, wo spürst du Stress? Also erstmal gar nicht, wo willst du hin, sondern was stresst dich? Welche Lebensbereiche? Schreib dir die Lebensbereiche auf, also Beruf, Karriere, Gesundheit, Beziehungen, Ort, an dem du lebst, dann auch Essen, was du isst.
die Menschen, mit denen du dich umgibst, also da gibt es ja genug Tabellen, was für Lebensbereiche es gibt, die du grob unterteilen kannst, Finanzen, und schau einfach, was stresst dich. Schreib das einfach auf als Liste und einfach alles, was dich gerade ankotzt in deinem Leben, das ist unglaublich befreiend, das mal aus dem Kopf zu lassen. Und was du als zweiten Punkt dann machen kannst, erst wenn diese Liste fertig ist, das einfach ins Gegenteil umzudrehen. Wenn dann zum Beispiel erster steht, ich hasse es, mich mit Menschen zu umgeben, die mir Energie ziehen, einfach stupide umzuformulieren in, ich liebe es, mich mit Menschen zu umgeben, die mir Energie geben. Und dann hast du schon mal grob so einen Ansatzpunkt, wenn du die Liste durchgegangen bist, die Positivliste, wo es in deinem Leben grob hingeht. Und dann kannst du weiterschauen, wie du da hinkommst und das einfach mehr und mehr in dein Leben bringen kannst. Aber erstmal beginnen mit dieser Hassliste, wenn dich das Thema gerade anspricht. Ja, und dann schau weiter. Und ich bin jetzt reif für Urlaub. Und wünsche dir eine tolle Zeit. Ciao, ciao.